Freunde der Schwerkraft, heute geht es um die Makeway-Murmelbahn, das meiner Meinung nach spannendste Murmelbahnprojekt bisher auf Kickstarter. Gestern ist das angekommen und ich mache tatsächlich direkt heute das Video, weil ich wirklich gespannt bin, wie gut das ist. Mehr als 2 Jahre habe ich auf diese Kiste gewartet, die Makeway magnetische Murmelbahn auf Kickstarter. Als ich das gesehen habe, war klar, ich musste das haben. Ich habe das gebackt Anfang 2020 und jetzt im Mai 2022 nach Corona und den Verwerfungen in den internationalen Lieferketten ist es endlich angekommen. Das erste, was auffällt, ist, das hier ist tatsächlich das Makeway Obsession Pack, also eins der größeren Packs. Das hat tatsächlich auf Kickstarter 200 US-Dollar gekostet. Und guckt mal, wie klein die Kiste ist. Dafür, dass das so teuer war, ist das ganz schön klein. Ich bin gespannt, wie die das da alles reingekriegt haben. Aber ist ja auch irgendwie klar, wenn man nur die Schienen kauft, weil die magnetisch verbaut werden und keine Stützstrukturen brauchen, dann ist das eben ganz schön klein. So sieht das aus in der Kiste. Oben auf liegt ein Beutel. Makeway. Und ja, das ist kein Fehler. Obsession, das große Obsession-Paket. So sieht das aus. Hier sind die ganzen Teile drin. Also hier in dem ersten Beutel sind jede Menge Spezialteile. Fühlt sich wertig an. Im zweiten Beutel jede Menge Kurventeile und diese Spiralen für die Aufzüge, scheint mir. Und noch mehr Schienen. Na klar, und das sind dann 6 Schienen. Da kriegt man natürlich wirklich viele Schienen in eine Kiste rein, wenn man das so macht. Und ein letzter Beutel. Hier scheinen die Aufzugmotoren drin zu sein und noch ein paar andere Spezialteile. Hier so Trichter. Ja, nicht schlecht. Ich hätte mir das größer vorgestellt, aber ich bin sehr gespannt. Und als allerletztes, hier sind die Murmeln drin in diesem kleinen Beutel. Das hier sind wirklich ganz normale blaue Glasmurmeln, sehr schön und schlicht, gefällt mir sehr gut. Und das war's. Hier ist eine Beschreibung. Also die Schienen werden auf diese magnetischen Teile draufgeklickt. Das sind, scheint mir, die hier. Auf diese Teile werden die Schienen draufgeklickt und dann kann man die magnetisch befestigen. Und so werden nach und nach alle Teile hier erklärt. Ja, interessant. Doch grau ist alle Theorie. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Das sind ein paar dieser magnetischen Schienenhalter. Die haften hier natürlich zusammen. Und das ist ganz schön. Da scheinen mir so Neodym-Magnete drin zu sein. Die sind, wohl wer weiß, so stark sind die gar nicht. Aber die sind auf jeden Fall ein bisschen gummiert hier. Das heißt, die machen nicht so einen Krach und verkratzen auch nicht das Metall. Hier sind ein paar Schienen. Die stecken hier auf dieser Pappe drauf. Ich mache das mal ab. Ja, ich meine, das sind halt echt so kleine Plastikteile, ne? Nichts Besonderes. Aber das scheint mir gerade das Smarte an dem System zu sein, dass man eben mit diesen simplen Teilen hier eine Murmelbahn bauen kann. Das sind die Geraden. Wirklich nichts Besonderes. Einfach so Plastikteile. Ja, diese Magnete, die klicken da gut dran. Damit wäre die Schiene schon fertig. Und hier diese treppenförmige Schiene. Jetzt bräuchte ich mal irgendein Ende dafür. Ich will einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn man da eine Murmel reinschmeißt. Hier. Das könnte ein Endstück sein. Premiere, der allererste Versuch. Einfach mal als Test, funktioniert das überhaupt? Ich schmeiß da mal eine Murmel rein. Ja, das ist eine Murmelbahn. Und mit diesen 4 Schienen habe ich natürlich jetzt schon echt eine richtige Bahn gebaut. Wahnsinn. Ich gucke mir mal den Motor an, wie das funktioniert. Das ist die Motorbox. Makeway steht da drauf. Hat einen Schalter. Ja, das mit dem Motor wird jetzt leider erstmal nichts. Dafür braucht man nämlich 9 Volt Batterien, so Blöcke. Und davon habe ich leider keine hier. Da muss ich erstmal welche kaufen.
Aber hier gibt es zum Glück noch ganz viele andere Teile und damit probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Diese Plastikhalter, die klicken dann magnetisch an die Metallfläche und diese ganzen drehbaren Dinger, zum Beispiel das hier, kann man dann da draufklicken und das Patent, an was erinnert uns dieses Patent hier? Interessant. Hier ist noch eine Sorte Schiene, die uns ein bisschen wegführt von der Oberfläche. Ja, das ist wirklich wahnsinnig simpel alles, ne? Da haben die wirklich was Tolles sich ausgedacht. Dann gibt es diese Dinger hier, die schwingen hin und her auch auf diesen Haltern. Und die benutzen als Gegengewicht eine Murmel. Ich probiere das mal aus. Ah, okay, das fällt da durch, interessant. Also das ist nicht so einfach, das ist hier richtig so ein 3D-kinetisches Puzzle. Da muss man wirklich sich genau überlegen, was man macht und Dinge ausprobieren. Ja, nicht einfach. Das ist hier meine erste kleine Strecke. Ich glaube, sie funktioniert jetzt. Cool, das hat geklappt. Das macht echt ein bisschen süchtig, damit rumzuspielen. Man will immer andere Sachen ausprobieren und das optimieren und eine möglichst spannende Bahn aufbauen. Das hier ist ein Startteil. Ich probiere das mal. Ja, großartig. Das hat funktioniert und ich muss sagen, das Versprechen, mit dem die Erfinder da auf Kickstarter geworben haben, dass das süchtig macht, dass man damit rumspielen will, dass das begeistert, ich glaube, das wird eingelöst hier nach meinem ersten Blick auf dieses System. Und hier sind so viele Teile drin, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Diese Dinger, was machen die wohl? Und es gibt diese Teile. Ich habe keinen Schimmer, was die machen. Das werde ich alles noch rausfinden. Es gibt hier so Kurven, mit denen man die Kugel um die Ecken metallisch Objekte rumführen kann. Es gibt diese Kurven, die die Kugel, glaube ich, so eine Etage tiefer führen. Und dann gibt es natürlich die Motorelemente, mit denen man das Ganze automatisieren kann. Gefällt mir gut. Eins ist natürlich klar, $200 für dieses bisschen Plastik hier ist ziemlich viel Geld. Ich verstehe total, warum das jetzt so teuer ist. Und durch die vielen Update-E-Mails, die die Erfinder in den letzten 2 Jahren rumgeschickt haben, hat man als Bäcker auch ein ganz kleines bisschen ein Gespür dafür, warum das so aufwendig war. Die hatten nur 3D-gedruckte Teile, als sie die Kampagne gestartet haben und mussten jetzt in China sich das alles machen lassen und ausprobieren, wie das im Spritzguss funktioniert und mussten wahrscheinlich unglaublich viel testen und arbeiten. Da steckt sicher eine Unmenge Geld und Aufwand drin. Insofern ist der Preis wahrscheinlich gerechtfertigt. Trotzdem, wenn das hier nochmal in die richtige Massenproduktion geht, dann könnte das auch nochmal deutlich billiger werden. $200, das ist wirklich ein Liebhaberpreis auf Kickstarter. Trotzdem, vielen Dank Makeway, dass ihr das hier habt Realität werden lassen. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe auch mal davon geträumt, eine magnetische Murmelbahn selber zu entwickeln und das hier ist wirklich großartig. Alles, wovon ich geträumt habe und noch viel mehr, habt ihr hier umgesetzt und gemacht. Wirklich tolles Ding. Das war mein schnelles Unboxing und ein erster Eindruck des Makeway magnetischen Murmelbahnsystems. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht billig, aber es ist super und für so ein System gibt es ja auch im Markt gar keine Alternative, soweit ich sehe. Also tolles Teil, holt euch das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert den Kanal für noch mehr Videos über die Makeway Murmelbahn und andere spannende Murmelbahnsysteme. Und nicht vergessen, runter kommen sie immer hier bei Gravity Bytes.